arbeiten und die Gelegenheit geben wir Ihnen demnächst in Projekten und auch lassen wir das. Wir sind auf Schloss Senden. Herr Dr. Waldmann vom Verein Schloss Senden ist bei mir. Vor 5-6 Jahren hätte wahrscheinlich niemand gedacht, was hier entsteht, auch mit Fördermitteln des Bundes. Jetzt sieht man hier hinter uns schon der eine Teil restauriert, der andere hat es noch vor sich. Was sind die Pläne? Was haben Sie vor, was die äußere Hülle hier angeht auf Schloss Senden? Ja, es ist tatsächlich ein Wunder in diesen 5 Jahren geschehen. Schloss Senden zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass es einfach 500 Jahre Baugeschichte repräsentiert. Und was passiert ist, sehen wir ganz offenkundig am ältesten Teil von 1460. Und das, was geschehen wird, das sehen wir am danebenliegenden Teil. Auch der Bedarf ist erkennbar. Das ist ein Plan, den wir jetzt haben und der auch zügig umgesetzt werden soll. Okay, aber verschiedene Teile des Gebäudes heißt auch verschiedene Umbaumaßnahmen. Wie ist da jetzt die Priorität? Hier geht's los. Hier geht es 2023 los. Los geht es da drüben im Mannenhaus in diesem Jahr noch. Das ist der nächste Schritt, verbunden natürlich auch mit entsprechenden Nutzungen. Also wir wollen unter anderem Schloss Senden entwickeln als außerschulischen Lernort. Das ist uns ganz wichtig, weil wir brauchen die Jugend und wir arbeiten wirklich für die jungen Menschen. Und die jungen Menschen nehmen diesen Ort hervorragend an. Das heißt, der Plan ist nicht nur die äußere Hülle, das Gebäude auf Vordermann zu bringen, sondern auch wirklich die Menschen hier in Senden und aus der Region mit dem Schloss sozusagen zusammenzubringen. Unbedingt. Also Schloss Senden ist ein Ort, der die Menschen annimmt und Schloss Senden ist ein Ort, den die Menschen annehmen. Das ist ein tolles Ziel und zeichnet, glaube ich, Senden aus. Ja. Der Ideenreichtum hier, der wird deutlich. Ja. Danke, dass wir hier zu Besuch sein dürfen. Ja. Und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, vielen Dank.